Partybibel, ich bin auf das Spiel Essen. Ich spiele mit anderen Menschen, gucke mir geile Spiele an. Let's go. Alter, ist das voll hier. Ja, jetzt müssen wir im Grunde müsste man jetzt herausfischen, welche Spiele extrem wenig Einarbeitungszeit brauchen. We have three different teams and each team has a different goal. They all try to find something hidden in the on the board here. One team is looking for this element. The other team is looking for the logs and this one is after the coins. And reach on the track here the end point before the other teams do. We have only printed in English for now, but if we see that people are interested in it, we are already talking with other publishers in order to... I can translate it for you if you want. Yeah, we could be interested. Ich habe solche Kameras öfters auf der Venus Erotikmesse gesehen als hier auf der Spielemesse. Oh, Kinder, ich hab's... Hi! Nein, ich meine... Ich habe das schöne Kamera. Ich gehe damit ja auf eine Messe und dann denkst du, das ist alle 20 Jahre her, was ich hier gefilmt habe. Das ist halt richtig schön. Ja, das ist ein schöner Look. Ja. Da braucht man gar keinen Filter mehr. Boah, das ist ja hier so zechenmäßig, ne? Mit regionaler Identität. Wenn du was empfehlen kannst, ne? Wir haben noch was, ein bisschen Zeit zum Spielen. Ich bin jetzt gestartet. Ich weiß, ist das euer erster Tag? Weil ich bin jetzt gerade erst. Nee, wir sind hier schon seit 4 Tagen. Schon der 4. Tag, ja. Ihr denn, wie läuft dann der Abend immer ab? Bringt ihr die Spiele dann zusammen irgendwo in ein Zimmer und spielt dann damit? Ja, quasi. Ja, genau. Was ist der Hauptsnack beim Brettspiel spielen? Bei mir in der Familie gibt es häufig Konflikte darüber, ob man Chips währenddessen essen sollte. Kommt aufs Spiel an, ne? Bei Kartenspielen vielleicht nicht, aber sonst gerne Chips. Gerade neue Spiele können dadurch sehr dreckig werden. Ist ein bisschen, oder einfach Steve benutzen. Schwierig. Siedler für Katan, Abwaschball Edition. Ja. Das ganze Chipset wegwischen kann. Das ist eine Marktlücke, glaube ich. Ja. Nee, nur Twitch. So. Weniger Reichweite, mehr Werbung. Vom Fernsehen, so erst, zweite, dritte oder so. Ach so, nein. Gerne mal einmal im Fernsehen kommen, aber komm ich ja nicht. Ja, aber ich spiele Spiele. Willst du ein Spiel spielen mit mir? Ja, das ist alles so schwierig, ist, dass ich nichts ist. Muss lesen, können, schreiben. Das, nee, da bin ich nicht gut. Nee. Lass dich noch ein bisschen inspirieren von den ganzen Spielen. Dann viel Freude auf der Messe. Genieß die weiteren Spiele. Und ja, vielleicht nächstes Jahr wieder. Es ist die schöne Musikbegleitung, die man haben kann bei bestimmten Spielen, die man spielt, oder? Absolut, ja. Es ist schöne Ambient-Musik, alles instrumental. Es nervt nicht im Hintergrund, es schafft die richtige Stimmung. Und je nachdem, in welchem Genre man spielt, haben wir dann auch unterschiedliche CDs dafür. Habt ihr was für Mensch ärgere dich nicht? Ich glaube, Mensch ärgere dich nicht ist so creepy, da kann man alles zu spielen. Stell mal vor, zusammen mit Großmutter. Jetzt wird eigentlich Mensch ärgere dich nicht gerecht. Ja? Ich würde schon sagen, also die Gemüter können ja auch sehr erhitzt sein bei Mensch ärgere dich nicht. Man kann ja auch sehr fies sich gegenseitig auflauern. Da finde ich das sehr passend. And the music is also available on Spotify, because we know that not many people use CDs anymore. Klingt cool. Sieht schick aus. Das ist so eines dieser Spiele, die ich halt einfach, wo ich vom Sehen Bock drauf habe. Das freut mich sehr. Es ist ein handgemachter Prototyp noch, aber das ist auch genau das Ziel. Man soll einfach Bock haben, Spaß haben, 2 bis 3 Stunden, eine schöne Zeit haben und so die Kindheit, so Diablo und so wieder aufleben lassen. Das sind quasi die Items, mit denen man sich ausrüstet. Versucht man so eine Engine aufzubauen, dass man auf gewisse Effekte Boni bekommt. Wenn ich einen Crit würfel, wenn ich einen Gegner töte, wenn ich eine Wunde bekomme etc. Und das sind quasi die Monsterkarten, mit denen ich dann angegriffen werde. Jede Karte, jedes Monster ist anders, hat ein eigenes Profil. Man merkt also, gegen was und wen man kämpft und wer ihn angreift. Das Spiel in der Dose. Es gibt 2 Phasen. Erstmal baust du ein Schloss mit Karten. Jeder kriegt 8 Karten. Die baust du dann hier irgendwie an und auf und halt so kartenhausmäßig. Ja. Und dann in der 2. Phase versucht man möglichst schnell das gegnerische Gebäude einzureißen. Das geht über Aktionskarten. Es gibt einen normalen Angriff. Da wirft man diese Karte gegen das gegnerische Gebäude, um möglichst zu treffen und Karten einzureißen. Man wirft dann wirklich die Karte? Genau, man wirft wirklich die Karte. Ist so ein bisschen Action. Es ist jetzt schon lustiger, als ich gedacht habe. Es gibt das Trebuchet, da zieht man eine weitere Karte und darf beide Karten werfen. Von wo macht man das denn? Wie sieht denn das dann aus? Ich habe jetzt hier meine Karte, da ist dein Turm. Und dann werfe ich einfach von hier? Also normalerweise sieht die Regel vor, dass du den Ellbogen auf den Tisch legst. Ah, okay. Das geht natürlich am Küchentisch im Sitzen viel einfacher. Ja. Und dann wird nur aus Handgelenk und Fingern, also den ganzen Arm sollst du nicht bewegen, sondern nur aus Handgelenk und Fingern. So wie früher auf dem Schulhof die Fußballkarten. Okay. Ja, der Tisch ist etwas zu klein vielleicht dafür. Oha, aber das müssen wir erstmal lernen, oder? Oder bin nur ich der Dumme? Heavy? Nein, Chat, hallo! Ich mache das nicht mit Absicht. Ihr denkt schon wieder, ich mache jetzt... Es ist wirklich schwierig.
eine ganz nette Karte ist auch der Turm. Da nimmt man die Verpackung des Spiels und darf sie vor das eigene Gebäude stellen, um das zu schützen. Das muss man erstmal hinbekommen, dass man aus 8 Karten einen vernünftigen Turm baut. Das ist tatsächlich nicht nur ein Spiel, sondern jede Stadt ist ein einzelnes Spiel. Das heißt, wir haben mittlerweile 8 Spiele, die halt verschiedene Städte sind, aber alle vom Stefan Feld, deswegen in einer Collection. Ich beginne zu begreifen, bei mir ein sehr langsamer Prozess, aber deswegen sehe ich auch an jedem Spieltisch auch unterschiedliche Spielmaterialien, genau, weil die Spiele sich so unterscheiden. Tatsächlich. Und es sind noch einige in Planung, wenn ihr da hinten mal auf die Wand schaut. Bis zum 21. haben wir mittlerweile geplant, sind natürlich noch nicht alle ausgereift, aber diejenigen, die Stefan Feld unterstützen und cool finden, können sich auf weitere Spiele freuen. Cool. Ich kaufe alle, aber noch nicht heute. Sehr gut, das freut uns zu hören. Danke für die Infos. Gerne. Bis bald. Oh, ihr konntet schon was einkaufen. Ja, 2 Stück schon. Aber wir waren Donnerstag schon hier. Wir haben schon so 12 Stück gekauft. Duell um Mittelerde sehe ich in deinem... Genau. Ja. Worum geht's da? Wie ist das Spiel? Ja, Herr die Ringe geht es darum und es ist von Seven Wonders Duel. Eine neue Auflage quasi. Klingt geil. Viel Freude damit. Ja, dir viel Spaß. Dankeschön. Ich habe gedacht, das kommt schon viel früher heute hier auf dieser Spielmesse. Die Einbindung von digitalen Medien, hier in dem Fall mit einer App. Where are you from? New York. New York City? Yeah. Or like the state New York? Yeah, I've lived in New York City. I live north of New York City now, but I've lived in New York City for a couple of years. Oh, do we have... These crowds don't scare me. Oh, yeah, true. Yeah. Do we have some, like, fairs like this in New York as well? Yeah, so we have New York Comic Con, which is, it's not only games, it's all sorts of fan nerd conventions, which is pretty big. We have New York Toy Fair, which is more focused on toys than board games, but there is a little bit of an overlap. And every year, Lucky Duck goes to Gen Con in Indianapolis, which is the U.S. version of Essenspiel. It's a bit smaller. I think you can fit about 5 Gen Cons in Essen. I never saw American people playing board games, but that's because I'm full of stereotypes. You'd be surprised. You got to go to the right places, but they're everywhere. And so in this particular game, Tariki, you'll do exploration, and then when you're in different places, you can use cards and scan the QR code of the card with where you are. So for instance, if I have a torch and I use it in the jungle, that might be bad, but if I go somewhere like a cave, I can see where I am. So the app kind of tells you what's happening as you go. And this one's a very story-based game. We're also known for Chronicles of Crime, Destinies. This is probably the lightest of those games that we have. Nice, I'm gonna buy it. Excellent. Tariki, the Castaway Island. Ja, 6 bis 8 Stunden ist halt auch mal, auch manchmal ein bisschen für die Leute, die ein bisschen länger spielen wollen. Moin, moin. Ich wollte dir nur einmal Hallo sagen, ganz kurz. Herzlich willkommen. Mein Interesse an dieses Spiel wird immer größer. Ja, aber jetzt mal im Ernst, es ist halt ein schönes Kinderspiel, ne? Ein aufregendes Spiel voller Samurais, Geishas und Ninjas. Und vielen niedlichen, flauschigen Wesen. Ich sehe, ihr habt schon gerade einmal Tanuki angespielt oder euch angesehen. Ja, ein Spiel mit unfassbar leckeren Gummibärchen. Ja, absolut richtig. Hast du denn auch schon die Easter Eggs gesehen? Auf jeder Charakterkarte steht so ein kleines Filmzitat. Hier, wir haben beispielsweise, ich lese es einmal vor, du kommst nicht vorbei. Ich zeige es gerne mal in die Kamera bei dem Samurai. Du kommst nicht vorbei. Herr der Ringe, sagen wir alle schon. Absolut richtig, you shall not pass. Schon ein Bambus kann die Waage kippen. Okay, ich warte noch kurz. Ich glaube, das ist ein bisschen... Doch, oh, Kung Fu Panda. Oh, das hätte ich wissen müssen. Kung Fu Panda sind mit meiner Lieblingsfilme. Das ist ja peinlich. Out. Die Karten spielt ihr gegeneinander aus, bekriegt uns so ein wenig. Und euer Ziel ist es quasi, am Ende des Spiels so viel Bambusplättchen wie möglich zu ergattern. Du scheinst das Spiel auch intensiv zu spielen und es scheint irgendein gefährliches Spiel bei euch zu geben, sonst wäre diese Verletzung nicht entstanden. Ja, ganz genau. Oder? Hier der Samurai, ja, der hat mich mit seinem Schwert hier geschnitten, aber ich hab ihm ordentlich zurück ausgeteilt. Ja. Der lächelt jetzt so, aber es war eine sehr heimtückische Partie. Aber auch die Beta-Version des Spieles, die aktuelle Version ist nicht so gefährlich. Oder? Ganz genau, ich ist jetzt kinderfreundlicher danach. Hi, hi. Ich fühle mich von Pyramiden magisch angezogen. Ist eine super Sache, das Pyramido, genau dein Spiel, weil da musst du eine Pyramide bauen. Die bauen jetzt gerade die untere Fläche, 4x5 Feld groß. Spielprinzip relativ simpel. Man nimmt sich einen der 3 Steine aus dem Steinbruch, so wie er jetzt gerade den hinteren, und baut ihn in seine Pyramide, in das Fundament unten ein. Wenn er jetzt noch den gelben oder blauen Marker, Holzmarker hätte, müsste er ihn drauflegen, weil nur die Felder, das macht er gerade nicht. Ich korrigiere ihn jetzt mal nicht. Ich erkläre dir erstmal nur kurz weiter. Weil nur die Felder, wo ein Holzmarker drauf ist, die werden für die Punkte am Ende gewertet. Wer das schon ein paar Runden gespielt hat,
Halbe Stunde, 45 Minuten. Hätten die Ägypter diese Technik früher schon gehabt, wäre das viel schneller gegangen. Spielepakete, 3 Spiele im Bundle, von Klassikern und Raritäten bis hin zu aktuellen Titeln. Ist das eine Überraschungstüte? Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut. Wie geht es dir? Sehr gut. Du hast genug von den Klassikern und wagst dich an ein Strategiespiel der etwas anderen Art. Carcassonne liegt bereit. Aber mal eine schnelle Frage. Wie viele Meeple, in Klammern Spielfiguren, hat jeder Spieler zu Beginn in einer klassischen Partie Carcassonne? 5, 6, 7 oder 8? Könnten wir noch einmal kurz zu dem Stand gehen? Zu dem Carcassonne-Stand? Alter, ich stell die Frage zufällig vor dem genau dem Stand. Das war kurz den Stand. Und ihr habt 20 Sekunden, um die Antwort herauszufinden. 13. 13 Stück. Aber ich hatte 5, 6, 7 oder 8 zur Auswahl. Die richtige Antwort ist eigentlich 7. Chat, also korrigiert mich, wenn die KI falsch lag. Ich habe 2 bis 5. Nee, Chat hat auch 7 gesagt. Ist leider falsch. Und ihr seid auch mit dabei? Wir sind auch mit dabei. Wo ist euer Stand? Der ist in Halle 5. Ist nur komplett Verkauf von Gebrauchtspielen. Sind auch neue dabei, aber... Muss man dann bei so Brettspielen, die man zum Beispiel gebraucht verkauft, jedes Mal nachzählen, ob alles da ist? Ja, also das ist auch ein Haufen Arbeit, weil es gibt Teile, die sind nicht mehr lieferbar. Und dann kann man es leider nicht weiterverkaufen. Ja. Dieses Thema 3D-Druck bei fehlenden Sachen? Gar nicht. Also wir... Sehen nicht, weil es so viele unterschiedliche Objekte sind. Genau. Also manche Sachen sind ja aus Holz, manche aus Plastik und... Prozent günstiger sind dann Spiele, die gebraucht zu kaufen sind? 30-40% vom Neupreis. Spiele, die nicht mehr verfügbar sind oder ältere, die jetzt in einer neuen Produktion sind, da kostet die alte Produktion, weil das vielleicht qualitativ ein bisschen hochwertiger ist, natürlich auch dementsprechend wieder ein bisschen mehr. Dankeschön nochmal für deine Videos in Amerika. Die waren der Wahnsinn. Ja, war wild. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja. So. Das ist wie so ein großes RP-Gebiet da. Dankeschön. Oh, kennt ihr diese... Oh, das ist hier ein Holz. Das ist richtig hochwertig. Aber kennt ihr diese alten Schachtel für 19,90 Mark mit 200 Spielen da drin? Und 200 Spiele wurden natürlich so künstlich hochgerechnet, weil du natürlich auch mit einer Ass-Karte so Spiele spielen konntest, wie steckt die Ass-Karte in den Arsch rein. Und dann haben sie es direkt als Spiel dann gezählt. Aber es gab halt auch die Klassiker da drin. Irgendwie so diese 10 Basisspiele plus dann alles, was du noch mit den Figuren machen konntest. Norwegisches Tabletop Game Publishers Association. Oh Gott. Du kannst jetzt dieses Spiel hier gewinnen. Du musst mir einfach nur 15 Brettspiele aufzählen. Okay, Mensch, ärgert dich nicht. Schach. Dame. Monopoly. Zählt übrigens alles. Wir machen Schach und so weiter. Ist alles Brettspiele. Alles, was man irgendwo auf dem Tisch spielen kann. 9, 10, 10, 10. Das ist Kartenspiel. Ist egal, spielt man auf dem Tisch. Ach so, auf dem Tisch? Ja, alles, was auf dem Tisch gespielt wird. Ich dachte, Brettspiel. Ja, ich kenne meine eigenen Regeln nicht. Ja, alles, was man auf dem Tisch spielt. Sorry. Also 10, Ligretto, Wizard. Ach, daran hat es gescheitert. Ja, dann ist doch alles gut, Chat. 6 nimmt Uno, Skippo, Double. Aber dann stimmt ja die Hälfte meiner Anmoderation nicht. Ich habe den ganzen Tag heute von Brettspielen geredet. Wir haben jemanden im Chat, der sagt, ich habe schon 15 gezählt, damit hat sie gewonnen. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist ein wirklich lustiges Spiel. Du kannst im Stream kannst ja zurückspulen. Ja. Und dann siehst du das, man schnipst mit Karten gegen das aufgebaute Schlosshaus des anderen. Ja. Das sah wirklich lustig aus. Oh, shit. Ich habe keinen Platz. Wer ist der im ersten Jahr von Harry Potter der Lehrer für Zauber? Muss Lautsprecher machen. Hallo, Frau Mutter, wir sind live. Zaubertränke? Ja, der Lehrer für Zaubertränke. Das ist Snape im ersten Jahr. Ja. Sehr gut. Guten Tag, Mutter. Sie kennen mich nicht. Ich kenne Sie gerade auch noch nicht, aber wir können uns kennenlernen. Es geht darum, es ist hier gerade ein Gewinnspiel und dadurch, dass Sie die richtige Antwort gegeben haben, bekommt Ihr Sohn ein Spiel. Ach, cool. Ja, dann. Deswegen vielen Dank. Sehr gute Mama. Alles Gute. Jo. Tschüss. Kommt er gleich wieder hier? Ich warte ja wohl. Ja. Okay, tschüss. Geil. Ist das überhaupt ein Spiel für die ganze Familie auch oder spielt man das mit Freunden? Nee, das kann man auch ruhig gerne mit der ganzen Familie spielen, mit Freunden, mit Kollegen, mit Leuten, die du noch nicht kennst, ist egal. Kein perverses Spiel also? Nee. Hier gibt es nicht nur die Würfel, hier gibt es sogar die Flächen, mit denen man würfeln kann. Die Würfelbretter gibt es hier sogar. Ja. Das ist ja nice. Zum Classic-Spiel jetzt. Ne? Da hast du natürlich wesentlich mehr ein Schadensdiagramm. Also die Geschwindigkeit ist schneller geworden. Beim Classic spielst du mit 4 Mechs. Beim Alpha Strike spielst du da mit 12 Mechs und hast ungefähr dieselbe Zeit, die du da so brauchst. Ihr vertreibt die Spielmaterialien, nein, wie sie hier? Nein, wir vertreiben nicht. Wir sind ein Verein. Ah, okay. Die German Mech. Zeig ich gerne nochmal, das sieht so krall aus. German Mech Force, das ist ein Verein. Und wir wollen einfach die Leute wieder zum Battletech-Spielen animieren. Also wir verkaufen hier nichts. Sondern es geht einfach nur um das Spiel zu fördern und wieder
ein bisschen mehr publik zu machen. Wie sag ich so schön, neue gewinnen und alte reanimieren. Was für einen Wert hat das am Ende, wenn man so einen Abend verbringt mit den ganzen Sachen? Also zum einen, wenn man einfach mal gemeinsam zusammen Hobbyabendkram macht, ne, man baut den Kram zusammen, labert halt ein bisschen über das Leben, kennt sich ein bisschen besser kennen. Oder wenn man halt einfach spielt, hat man einfach mal so ein bisschen Spaß dran. Oder dann kommt man halt auch viel ins Gespräch. Ist halt einfach sehr viel Mehrwert, würde ich sagen. Ein einziges Spiel, was man damit spielen kann, ich muss mal ganz, ganz doof anfangen. Es gibt im Endeffekt, diese Minis kann man für zwei Systeme benutzen. Ist halt beides hier von Conquest. Das eine ist halt das Rank and File, wie man es hier sieht. Ne? Man schiebt halt seine Einheiten übers Feld, die greifen sich gegenseitig an, schießen, was auch immer. Aber da hinten sieht man es ja auch, man kann die hier einmal rausnehmen und dann kann man die halt so gemeinsam als Skirmisher spielen, halt auf so einem kleineres Szenario, würde ich mal sagen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Deswegen bin ich ja hier. Ich meine, stellt euch einfach nur die Situation vor. Ihr seid irgendwo mit jemandem vielleicht auch frisch zusammengezogen. Und man hat dann vielleicht auch erzählt, ja, man macht öfters so Spieleabende mit den Dudes und so. Okay. Aber dann sitzt du da abends und dein Angehöriger oder deine Angehörige findet dich an sowas vor. Also viel krasser, geiler flexen kann man gar nicht, oder? Ich mische mir meinen Holy lieber hier draußen als da drin, bevor das auf irgendwelche Leute abspritzt, die dann, wo ich dann halt Dings beschädige. Hier, wie heißt das? Brettspielfiguren. Partybibel, kurze Zwischeninfo. Ich habe meinen eigenen Shaker bei Holy, den Holy TV Live Shaker. Und wir lassen einfach mal die wundervollen Eindrücke von den Leuten sprechen, die es über den Stream schon mitbekommen haben und bestellt haben. Holy TV Live, Holy TV Live. Im angepinnten Kommentar ist der Shaker verlinkt. Vergesst nicht, den Code ADAM zu benutzen. Damit gibt es den Shaker mit den üblichen 10%, also dann für rund 9 Euro. Und mit ADAM 5 könnt ihr als Neukunde 5 Euro erhalten. Zusätzlich zu den Probiersorten für die leckeren Energies, Eistees und Hydrations von Holy gibt es momentan auch noch den Adventskalender. Jetzt zugreifen, bevor das weg ist. Holy, nur mit Code ADAM. Liebe Leute, wir haben die dicksten Ärsche der Messe. Komm uns besuchen, Halle 5. Arschmellows, weniger frisst mehr. Ein Tisch, bei dem man halt das Puzzle nicht wegräumen muss, weil man wirklich einen Spieltisch dafür reserviert hat. Da ist man wirklich bei einer edlen Verarbeitung. Wie viel kostet sowas? Wir fangen bei 3.500 Euro an. Danach kommt die Soundanlage, die hier verbaut ist. Das ist halt in erster Linie ein schöner Esstisch, der aber dann den Vorteil eines Brettspieltisches hat. Dann kann ich hier den Rand verlängern, damit auch überall noch die Getränkehalter dran passen. Ich kann die alle noch verbinden, damit die nicht wegrutschen. Nice. Je mehr sie zeigen, desto günstiger wird der Tisch dadurch auch, weil man halt einfach merkt, wie viele Anwendungsmöglichkeiten man hat. Schon die Ironie, genau. Was ich hier sehe, das sind schon drei Spiele zusammen. Das ist ISCO, ISCO 2 und ISCO Wizards zusammen. Das zeigt also, wenn man alle drei hat, kann man sich sie kombinieren und halt bauen, was man will. Das echte Grundspiel ist auf dem Tisch. Das funktioniert ein bisschen anders. Aber was ihr hier seht, hier ist ein Rennen aufgebaut. Also alle starten hier auf dieser Linie. Und ihr Ziel ist es, hier durch all diese Räume durchzugehen. Herum, hier in diesen Raum. Und dann kann man sich das Katapult nehmen, hochspringen. Und dann, wer als erster in dieses Portal kommt, gewinnt. Wenn man ihn an der linken Seite so erwischt, dann dreht er sich nach links. Wie gut du das gerade gemacht hast. Ja, also ich habe viel Zeit zum Trainieren. Ja, das sind Kartonboxen. Aber die Kisten sind selber nicht sehr groß, also man kann sie exakt ineinander reinstapeln. Gibt es eine Möglichkeit, das Arschspiel irgendwie zu sehen? Das ist nämlich eine neue Aktionskarte bei Arschmellos. Und wir haben letztes Jahr angefangen mit dem normalen Arschmellos, das ist dieses Kartenspiel. Und jetzt dieses Jahr ist jetzt gerade ganz frisch zur Messe rausgekommen, Arschmellos XXL. Und was hat man? Die doppelte Anzahl an Karten. Man hat eine kleine Figur, die man taktisch einsetzen kann beim Spielen. Ziel des Spiels ist es, so nach dem sogenannten Golfprinzip möglichst wenig Punkte zu haben. Man hat eine verdeckte Auslage und muss sozusagen ja, im Laufe der Runden seine Punkteanzahl minimieren. Wenn man der Meinung ist, dass man am wenigsten Punkte hat, dann sagt man Arschmellos. Und ja, hoffentlich hat man dann noch am wenigsten Punkte, ansonsten werden die Punkte nämlich verdoppelt. Jetzt werden wahrscheinlich einige in deinem Stream sagen, das ist kein Sushi, sondern wir machen Gimbap. In Korea heißt das Gimbap und die Koreaner sind da sehr penibel, wenn man dazu Sushi sagt. Jetzt sagen sie auf jeden Fall noch ein paar mehr. Nee, also im Endeffekt haben wir verschiedene Zutaten. Wir haben das Nori-Blatt, wir haben im Endeffekt den Salat, Reis, Käse, Omelette, Gurke und Fleisch. Wir spielen jetzt aktuell zu zweit, das bedeutet, wir würden um ein Plättchen spielen, was in der Mitte liegt. Und die Würfel geben uns vor, nach welchen Regeln wir spielen müssen. Beispielsweise der Käse darf nicht das Fleisch berühren, das Käse muss aber den Salat berühren, der Käse darf aber nicht das Nori-Blatt berühren
Omelette, Fleisch und Gurke dürfen sich nicht berühren. Und das Ganze musst du dann im Endeffekt rollen und dann mit Klett schließen, loslassen. Wenn es sich von alleine hält, dann hättest du den Punkt erstmal. Ich habe so viel Zeit wie möglich, könnte dann mir Zeit lassen, es richtig machen. Und hättest du einen Fehler, dann wäre der Punkt meiner. Aber alle Regeln müssen beachtet werden? Alle Regeln müssen beachtet werden. Man könnte natürlich auch ein bisschen jetzt so für Kinder zwei Würfel nehmen, aber grundsätzlich unter Erwachsenen spielt man das mit vier Würfeln. Habt ihr schon geprüft, ob das mathematisch ausgeschlossen alles ist, dass es Fehler gibt? Nein, es funktionieren keine, also es funktioniert alles. Es geht immer auf? Es geht immer auf. Chat, der Käse muss außen sein, dann berührt er nämlich nur eine einzig mögliche Komponente, und zwar das Grüne. Also man sieht halt im Endeffekt, das Grün berührt nicht das Gelb, das Schwarze berührt den Käse, Käse berührt auch den Reis, Omelette ist drin, Gurke und Fleisch ist im Endeffekt voneinander getrennt, berührt sich aber wie, so, wie es in der Regel ist, und es wäre fertig. Kinderspiel, sagtet ihr, ne? Ja. Haben wir es hier mit einer klassischen Mensch-ärger-dich-nicht-Variante zu tun? Viel besser. Das ist nämlich Kanzleramt. Das bedeutet, hier kämpfen die Spieler um den Einzug ins Kanzleramt. Also es hat natürlich ein bisschen Politik und unser politisches System zum Hintergrund. Während des Spiels passiert es dann, dass die dann schrittweise hier im Bundestag ankommen. Und wenn eine Partei dann mal alle fünf im Bundestag drin hat, dann endet die erste Phase des Spiels und es folgt die Wahl des Kanzlers. Es ist ja so, wenn die Abgeordneten im Bundestag gewählt sind, weiß man nicht, wer Kanzler oder Kanzlerin wird. Jeder Abgeordnete hat eine Stimme, darf einmal würfeln. Wir schreiben dann die Würfelaugen untereinander, hier mal ein Beispiel. Und es gewinnt der, der die meisten Punkte bekommt. Also sagen wir, meistens ist es so, dass die Partei mit der größten Abgeordnetenzahl dann den Kanzler stellt. Kann nur locker sein, dass die Grünen sagen, Edgebatch, wir haben die Kanzlerin. Ja? So, und letzten Endes der oder die gewinnt das Spiel. Verkleinerung des Bundestages kann Direktmandate benachteiligen. Vorwürfe von Wahlrechtsmanipulation werden laut. Die Beschäftigung mit diesen Ereignissen führt immer zu interessanten, netten Gesprächen. Schönes Spiel für Heiligabend auch. Freut mich sehr. Ich glaube auf jeden Fall, das nächste Spiel nach Monopoly, wo vielleicht dann auch einfach für mehrere Monate dann auch vielleicht Funkstille einfach ist. Man platziert abwechselnd einfach nur seine Kugeln. Da muss man einmal in die Mitte drücken und das Ganze bewegt sich um einen weiter gegen den Uhrzeigersinn. Ah, was ein geiler Mechanismus. Dann wäre der nächste dran, gleiche Prinzip, drückt einmal in die Mitte. Um noch einen kleinen Twist reinzubekommen, hat der Hersteller halt einfach nur gesagt, man darf auch die gegnerischen Kugeln um einen verschieben. Der Weiße hätte so ein Spiel einfach. Dann würde Schwarz jetzt hier eine Kugel umlegen, damit man nicht das hier... so umlegen, selber reinlegen, hätte das Spielprinzip von Weiß einfach unterbrochen. Boah, da muss man um die Ecke denken. Ich war schon in vielen Läden und auch an vielen Ständen, wo ich dann halt gesehen habe, dass da viele verschiedene Monopoly-Editionen verkauft werden. Aber ich glaube, ihr habt hier einen Rekord aufgestellt. Ich habe in meinem Leben auf einem Fleck noch nie so viele verschiedene Monopoly-Sorten gesehen. Monopoly FC Bayern. Monopoly, die Nationalmannschaft. Eine 1. FC Köln-Variante. Freiburg, Münster, Norderney, Gelsenkirchen. Sogar noch eingeschweißt teilweise. Monopoly Banking Ultra. Das war praktisch, da hat er automatisch gezählt. Das fand ich war eines der besten Monopoly-Varianten. Liebe Leute, wenn ihr noch Vorschläge habt für die Stream Awards, schickt sie gerne uns entweder oder reicht sie einfach ein bei streamawards.de. Wir haben auch einen Befehl, Ausrufezeichen Stream Awards. Deswegen gerne eure Lieblingsmomente und so weiter schon mal mit einschicken. Bis die Tage. Vielen Dank, Flo, an der Kamera. Dankeschön, Nils, war bei mir im Öhrchen, im Sprachstudio. Und danke an die Spiel Essen. Als VIP auf skylinetv.live genießt du Zugriff auf alle Stream-Aufzeichnungen der Vergangenheit. Auch auf diesen Stream.